Man ist wach geworden, weil hier die Sonne, die strahlt mir gegen meinen Mund. Und ja, hier Nico ist schon viel früher wach, weil sein Auge tut weh. Oder der hat was da drin. Oder dran. Aber genau, deswegen sind wir wach. Das heißt, was wollte ich sagen? Ich habe die Kerzen hier schon ausgemacht. Und nee, jetzt gleich erstmal, weil ich bin noch so ein bisschen müde, aber ich glaube, wegen Sonne geht das gleich. Geht das gleich weg oder wird besser. Gleich Kaffee machen, Zähne putzen, Sachen packen oder vielleicht noch ein bisschen rumchillen. Und guck mal. Ja, hier hat der hier gepennt. Und das hier, das ist dieser, was ich gestern gezeigt habe. Bei Dunkelheit. Und ich bin total überrascht, weil es sind hier kaum Leute vorbeigelaufen. Vielleicht ein, zwei Spaziergänger oder so. Ich dachte, ich hatte gestern Abend erwartet, dass hier ganz viele Menschen hier vorbeilaufen und uns nerven und sowas. Aber das war doch nicht so gewesen. Guckt euch mal Nikos Auge an. Dieser Auge hier. Der ist ein bisschen angeschwollen. Vielleicht haben ihn so ein paar Milben attackiert. Das ist angefressen. Dass es sich so angeschwollen ist. Ich habe hier Antibiotika genommen, vorsichtshalber. Ich hoffe, dass es heute Abend weggeschwollen. Ja, man muss Natur ran. Ich habe in meinem ganzen Leben nur ein einziges Mal Antibiotikum genommen, weil das ein Arzt verschrieben hatte. Und da war ich noch dumm gewesen. Und weil ich damit überhaupt keine Ahnung habe, habe ich das einfach mal ausprobiert. Und ich habe sofort Durchfall bekommen. Die ganzen mehr Tage, ich war noch länger krank, als ich eigentlich sonst geheilt wäre. Und seitdem traue ich keine Antibiotikum oder so etwas und lasse alles so in der Natur heilen. Natürlich. Wenn ich mal krank bin, dann heile ich mich mit Jägermeister. Der Sumpf bewegt sich. Das sieht gut aus. Das heißt, ich kann jetzt Kaffee da reinstellen. Danke. So, Milch und Zucker sind fertig. Ja, kann ich immer wieder sagen. Kann ich mich immer wieder wiederholen. Kaffee in der Natur oder draußen zu saufen ist geil. Noch aufgefallen. Ja. So, wir haben die Sachen sind gepackt. Ich habe Kaffee getrunken und sicher Zähne gewaschen und Gesicht gepflegt und Katzenwäsche gemacht und ja genau. Und jetzt? Ah ja, genau, Sachen sind gepackt. Und jetzt laufen wir zum Bahnhof zurück. Wir sind losgelaufen und wir haben heute voll cool Wetter. Mit Sonne und sowas. Es ist richtig geil.
Und wisst ihr, was ich heute zum ersten Mal seit sehr vielen Jahren wieder zu Gesicht bekomme? Und zwar, guck mal, da ganz hinten, da ist ein Zeppelin. Genau, keine Ahnung, ob ihr das seht, aber ich versuche mal da ran zu zoomen. Also wir sehen das, aber es ist, glaube ich, zu weit weg. Ich glaube, das letzte Mal, wo ich überhaupt so ein Zeppelin gesehen habe, da war ich noch richtig klein gewesen. Wir laufen jetzt gerade durch Friedrichshafen tagsüber durch. Und gefällt mir schon mal. Und was ich so richtig erstaunlich finde, die Luft ist hier extrem gut. Da können meine Gehirnzellen schneller wachsen bei dieser geilen Luft. Also bei mir zu Hause, keine Chance. Es beißt irgendwas. Egal, alles gut. Aber ich, hier. Ja, genau, das ist runtergefallen. Jetzt hinzugelaufen zum Bahnhof, weiterzugelaufen zum Bahnhof. Guck mal, da hinten dieses Blaue, das ist Wasser von diesem Bodensee. Und dahinter dieses Wasser, da ist Berglandschaft. Hier, ich glaube Alpenberglandschaft oder sowas. Aber wir gucken uns das Ganze später oder irgendwo oder so an. Aber jetzt zum Bahnhof hinlaufen Start kommt. Weiter zu gelaufen, meine ich jetzt. Wir sind beim Bahnhof angekommen und er muss hier die Toilette sowas von benutzen. Und ich passe so lange hier auf unsere Sachen auf, solange er die Toilette benutzt. Er ist von Toilette benutzen zurückgekommen. Und ich glaube, ich gehe auch einmal kurz zur Toilette. Und zugleich einmal kurz beim McDonald's. Das ist direkt daneben, neben dieser Toilette. Und da werde ich einmal ganz kurz was die Kleinigkeit kaufen gehen. Zum Fressen. So, die Benutzung der Toilette ist abgeschlossen. Und hier, ich habe Mc's gekauft. Und jetzt werden wir hier eine Runde bei Rewe einkaufen gehen. So ein bisschen. Wir haben eingekauft, ich habe Bier gekauft. Jetzt erstmal das hier reinstopfen. Bier ist eingepackt und darauf erstmal ein Bier trinken. Prost. Wir müssen los. Und nachher, wir müssen zu diesem Fan treffen. Das ist schon gleich. Bin auf jeden Fall gespannt, wie viele Leute kommen. So, wir sind hier beim Treffpunkt angekommen und gleich sollte Ton verändert und Alex Spiel-TV ankommen. Ton verändert getroffen. Was geht? Jo, freut mich, dich mal kennenzulernen. Ich auch. Ton verändert ist zwar eine andere Kategorie wie bei mir, aber. Aber der hat Reichweite. Ja. Aber ich bin nur wegen jetzt Nico gekommen. Ja. Weil ich bin sein größter Fan. Er braucht ein bisschen. Sehr schön. Das hier, das ist Bodensee oder wie das heißt. Aber ist er noch nie hier gewesen? Einfach fahren, ne? Ja, gleich ist der Benz weg. Jetzt mit ausgestreckten Armen. Ich habe gerade Ton verändert, Bierpower gezeigt. Geil, Mann. Einfach fahren, ey. Bierpower. Hier. Genau das Ding hier, was wir heute Morgen gesehen haben. Hier. Treffen mit Ton verändert ist beendet. Und wie heißt das Ding? Waren schon ziemlich viele da gewesen, aber ich weiß nicht, ich mag das nicht so gerne. Wenn ganz viele Leute da sind, irgendwie zu filmen. Aber nicht, weil mir das unangenehm wäre, sondern aus datenschutzrechtlichen Gründen. Dass ich dann, weiß nicht, halt nicht weiß, wer auf der Kamera mit drauf sein möchte oder halt nicht. Und dann ganz viele Gesichter dann verpixeln müsste oder so etwas, wenn ich irgendwie nicht gefragt habe. Und ja. Ja, und von daher.
Und von daher, wir gehen jetzt erstmal zu Edeka. Und dann, weiß ich auch nicht, Pennplatz suchen gehen. Wir sind hier bei Edeka angekommen und der Nico ist bereits schon drin und einkaufen. Und ich stehe hier draußen rum, aber wenn er zurück eingekauft hat, dann werde ich dort auch nochmal, ja, ich werde ein bisschen Bier kaufen gehen. Aber vielleicht ein Sechserträger, weil ich habe noch viel, ich habe noch genug absolut. Und er ist wieder zurückgekommen. Hm? Er hat eingekauft. Das heißt, weil er wieder zurückgekommen ist und auf meine, auf meinen Vollfettwagen aufpassen kann, kann ich jetzt auch ein bisschen ganz kurz einkaufen gehen. Aber bevor ich jetzt gleich hier bei diesen Edeka reingehe, werde ich erstmal einen Hamburger essen. Das habe ich vollkommen vergessen gehabt, dass ich die gekauft habe. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, warum mein Magen die ganze Zeit so leer ist. Aber egal, das wird jetzt gemacht. Ich habe gerade meinen Hamburger aufgegessen und jetzt werde ich dort etwas einkaufen gehen. Ich bin einkaufen gegangen und ich habe mir einen Sechserträger Warsteiner geholt. Und weil mir ist aufgefallen, dass meine Bolognese-Soße, dass die fast leer ist, deswegen habe ich mir noch eine neue gekauft. Extra damit wenn dann später Spaghetti gekocht werden, dieses Miracoli, dass ich vielleicht genügend Soße habe. Und jetzt werde ich die beiden einpacken. Die Sachen sind eingepackt und jetzt erstmal Bodensee angucken gehen. So, wir sitzen hier rum und genießen ein Bierchen. Groß, allein auf diesen Anblick, ja. Da muss man ja mal Genießerbier trinken. Ja, und zwar hier, guck mal, da hinten, das ist Bodensee mit einer ganz hinten Berglandschaft von Österreich und Schweiz, glaube ich. Aber genau, das gucken wir uns an. Wir gucken uns gerade Österreich und Schweiz von da ganz hinten an. Zeppelin fliegt! Zeppelin! Luftballon! Fliegender Luftballon! Guck mal! Guck mal da! Ja, die Sonne, die geht langsam weiter runter. Das heißt, wir müssen uns gleich auf den Weg nach einem Wildcamp-Zeltplatz Ausschau machen. Also entweder Wildcamp-Zeltplatz oder irgendeine Schutzhütte, aber bevorzugt eine andere Schutzhütte, wie wo wir bei letzte Nacht gepennt haben. Wie heißt das Ding nochmal? Mein Handy-Internet ist zu schwach, ich finde da irgendwie gar nichts. Noch nicht mal die Schutzhütte, wo wir gestern gepennt haben, wobei ich genau weiß, dass das, wo ich am PC geschaut habe, ich das da gefunden habe. Ich meine am PC auch irgendwie eine Schutzhütte weiter da ganz hinten irgendwie gefunden zu haben. Aber Nico, der schaut jetzt gleich und prüfen, ob da irgendwie eine sein sollte. Damit wir da hinlaufen können mit Beine und um dort dann rumzuschnarchen dann heute Nacht. Dieser große Typ hier, der navigiert, der hat eine Schutzhütte navigiert oder sowas. Stunde sowas in 40 Art. Minuten, so eine Stunde, ja. 40 ungefähr. Ja, schaffen wir in 2 Stunden vielleicht oder 3, mal gucken. Ja. Aber genau, deswegen, da laufen wir jetzt dahin. Und das sollte, glaube ich, ist in der Nähe vom Bodensee, ne? Ungefähr. Ja, da können wir vielleicht auf dieses Wasser hier angucken. Da schwimmt auch Hähnchenfleisch rum. Und auch diese ganz großen weißen Hähnchenfleisch schwimmt da auch rum. Ich hab Wasser im Ohr. Das drückt. Richtig geil. Fantastisch. Oh Scheiße, wir müssen hier gezwungenermaßen hier an dieser Bushaltestelle verweilen. Weil hier, der von Ihnen hier, der Kabel.
Der hat Wackelkontakte. Und sein Handy ladet nicht so richtig. Und deswegen müssen wir hier warten, bis sein Handy ein bisschen geladen ist. Und dann, wenn das sein Handy geladen ist, dann gelaufen wir weiter. 4 Kilometer noch, 4,5. Ungefähr. Der Akku von ihm hier ist ein bisschen gefüllter. Und jetzt weiter zu gelaufen zu dorthin, wo wir dann heute pennen werden. Mal gucken, ob das existiert. Das hat Nico über diese wie heißt das Ding? Internetseite gefunden. Und die wurde, glaube ich, nicht bestätigt. Glaube ich. Und wenn nicht bestätigt, dann ist das. Dann gibt es keine 100% Garantie, ob das überhaupt existiert. Und deswegen laufen wir dahin. Aber falls sie nicht existieren sollte, dann werden wir irgendwo im Wald oder so pennen. Ja. Also ich habe ja. Also Nico hat jetzt zwar nichts dabei. Also jetzt kein Zelt oder Tarp oder sowas, aber ich habe einen Tarp, ein 3x3 Meter Tarp. Und notgedrungen könnte ich für uns beide halt das aufspannen. So wie beim Heidschnuckenweg. Ja, bei dieser Regennacht. Guck mal, noch nie eine so eine Jet-Tankstelle gesehen. Mit, ja gut, das hat immer Farbe Urin, aber nicht in diesen Blumenform. Diese urinfarbige Blumenform. Das sehe ich gerade zum ersten Mal. Guck mal. Da hinten. Da hinten ist Aussicht. Aber ich glaube, nur wir sehen das und nicht ihr. Aber das wollte ich euch Bescheid gesagt haben, dass da hinten Aussicht ist. Die wir uns mit Augen angucken können. Und wir laufen jetzt die ganze Zeit hier diese nervige Straße hier lang. Und hier kommen ganz viele Autos. Naja, manchmal kommen hier Autos lang. Vielleicht einmal pro Minute kommt ein Auto vorbei. So ungefähr. Genau, durch so eine Straße laufen wir lang. Einmal pro halbe Minute, glaube ich. Ja, genau, so ungefähr. Hier, guck mal! Ich bin in Fischbach angekommen! Richtig geil! Weil da steht Fisch dran! Ich bin das erste Mal hier! Prüfen, wie das aussieht, wenn man hier langläuft! Wir sind vielleicht nur 100 Meter von dieser Schutzhütte entfernt, wo wir eigentlich hin wollten. Aber wir hören da überall ganz viele Jugendliche am Feiern und so weiter in dieser Schutzhütte. Also gut, wenn man da irgendwie jemand kennt oder so, dann warum nicht? Dann gesellt man sich zu und feiert einfach mit und pennt dann irgendwann dort. Aber weil wir da überhaupt gar niemanden kennen, weiß man halt nicht, wie die rumticken. Das hört sich schon böse an. Aber genau. Und deswegen haben wir uns entschieden, da nicht hinzugehen. Ich wollte nicht, dass die unsere ganzen Sachen hier klauen und uns weg hier berauben und sowas. Das wollen wir nicht. deswegen haben wir uns überlegt, auf der Suche nach einer neuen Schutzhütte zu machen. Und deswegen hier Nico. Ja, Nico, der sucht jetzt eine übers Handy eine neue Schutzhütte. Ja. Die geeignet ist, wo hoffentlich irgendwie niemand da ist. Also die hoffentlich nicht besetzt ist, meine ich jetzt. Ja, 57 Minuten die nächste. Cool. Dann machen wir eine 57 Minuten Wanderung hier. Verlängerung. Wir sind gerade ein Stück weiter gelaufen. Und das wollte ich jetzt gerade gefilmt haben. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich filmen soll und deswegen, damit ich ein bisschen Content habe, filme ich da hin. Aber ich kenne auch, dass sie jetzt gefilmt, dass wir ein Stück weiter gelaufen sind. Aber...
Ich merke, wie ich eine kleine Blase am Fuß wieder kriege. Ja? Ja, aber diesmal der andere Fuß. Oh. Aber es ist ja nicht so weit diesmal, also ja, ja. Das werde ich schon aushalten. Oh Scheiße. Hier, guck mal, nur noch, da steht drauf 7% oder so. Hat noch Nikos Handy groß. Und er muss das schon wieder laden, aber weil sein Ladekabel so beschissen funktioniert, müssen wir jedes Mal, wenn er lädt, das auf den Boden legen, damit das überhaupt ladet, weil wenn er sich bewegt, dann ladet das nicht wegen diesem beschissenen Wackelkontakt. Das ist immer Wartezeit. Und Zeit ist, wie hast du es gemeint? Zeit ist das drittwichtigste Gut, was man hat. Und das ist damit verschwendet, wegen dem hier. Sein Handy ist so ein bisschen aufgeladen. 35%. Das heißt, jetzt weiter zu gelaufen bis zu dahin, wo wir heute pennen werden. Für den Fall, falls es da das existieren sollte. Und falls nicht, dann pennen wir irgendwo, weiß ich nicht, wohin. Aber irgendwo pennen wir heute auf jeden Fall. Das geht nicht. Wir sind heute laut meinem Schrittzähler 20 Kilometer bisher gelaufen. Ja, ich habe vergessen, meine Tracking-Aufzeichnung heute zu starten. Ja, ja. Dahin zu gelaufen zum Wald. Zu das, was jetzt Nico navigiert hat. So. Noch ungefähr, ich weiß gar nicht, vielleicht 250 Meter oder so. Und dann sind wir hier bei diesem Ziel angekommen. Bei den, wie heißt das nochmal? Bei dieser nächsten Schutzhütte. Leute, wir haben die Schutzhütte gefunden. Und diese Schutzhütte hier vorne, das ist so ein richtiges Prachtexemplar. Mit Grill, was wir heute nicht benutzen werden, weil dafür sind wir heute nicht vorbereitet. Und hier, guck mal, so eine voll fette Bänke zum drauflegen. Und hier hinter ist auch eine Hütte, wo man sich reinlegen kann. Richtig top, ey. Ja, genau, mit hier Abzugshaube und genau. Wir pennen heute auf diese versifften Bänke hier. Und hier ist auch noch so ein voll Fetttisch. Und diese Umgebung hier, wir sind die ganze Zeit irgendwie den letzten Kilometer, würde ich sagen, die ganze Zeit Wald gelaufen. So ein ganz schmaler Weg. Also ich denke, es ist ein guter Pennplatz. Auf jeden Fall, denke ich auch. Ja. Voll groß so und dahinter auch noch eine. Ja. Sehr schön. Hat sich das Laufen gelohnt, ne? Würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Also entweder sind wir 20 Kilometer oder 15 Kilometer, aber wir sind heute gut gelaufen und hat sich gelohnt. Boah, ich würde auf jeden Fall sagen, ich habe leider, schade, dass ich nichts aufgenommen habe, dass ich keine Tracking-Aufzeichnung gemacht habe. Aber ich schätze schon, dass es so zwischen 15 und 20 Kilometer waren, ja, würde ich auch die sagen. Wir heute zu Fuß gegangen sind. Es ist eben gerade etwas passiert. Und zwar, das Ordnungsamt ist hergefahren, nachdem wir 5 Minuten hier waren. So ungefähr. Und die haben gesagt, dass es verboten ist, hier zu schlafen, hier in dieser Schutzhütte. Wo wir die ganze Zeit gesucht hatten, nach der Schutzhütte. Wobei ich mich frage, wofür sonst Schutzhütten überhaupt gebaut worden sind, wenn man da nicht verweilen darf. Das Ordnungsamt hat meine Personalien aufgenommen.
Und wir haben das so geregelt, dass wir spätestens um 7 Uhr morgens, wobei ich so ein richtiger Langschläfer bin und es hasse irgendwie so früh aufzustehen. Und wir haben schon 1 Uhr morgens. Und ich hasse es, unausgeschlafen irgendwie aufzustehen morgens früh. Die haben gesagt, dass wir spätestens um 7 Uhr morgens hier weg sein müssen. Und darauf habe ich gar keinen Bock drauf. Aber darauf erstmal ein Bier trinken. Extra damit, wie heißt das nochmal? Damit ich es noch schwerer habe, morgen früh aufzustehen, weil wir hier weg müssen um 7 Uhr morgens. Das war scheiße und unverständlich eigentlich. Ja, wie gesagt, jetzt machen wir Essen. Hier, die Drachen spucken rum. Die rotzen richtig. Das heißt, es ist fertig, dass man das hier reinstecken kann. Jetzt muss ich da noch mehr Wasser reinmachen. Weil hier, guck mal, ich muss gleich meine Makaroni hier braten. Fräsen ist fertig. Ja, kann ich immer wieder sagen. Draußen und tot zu fressen ist geil. Guck mal hier, diese Schuhe, kennt ihr die noch? Diese alten Laufschuhe, die ich letztens so richtig volle Kanne geschändet habe. Und hier, meine neuen Laufschuhe, die werde ich heute das erste Mal so richtig benutzen. Da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das anfühlt, wenn ich damit ganz weit laufe.